Hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paterpol, Beziehungscoach, Diplompsychologe, jemand mit einer Ausbildung, werde trotzdem noch toleriert auf YouTube. Ja, mein hervorragendes Programm, es kommen gerade viele neu auf dem Kanal, findest du auf liebeship.de, ganz viele Kurse rund um Liebeskummer, Bindungsangst, Dating und so weiter und so fort. Heute haben wir das zeitlose Thema, wie manifestiere ich mir einen Partner? So, du kannst auch über ein Kontaktformular auf liebische.de kannst du auch solche Fragen stellen. Eine Nachricht von Anschnepskola und sie schreibt: Hallo Christian, ich bin schon vor 2 Monaten auf deinem Kanal gestoßen und es trifft den Nagel meiner letzten Beziehung auf den Kopf. Ich habe leider nur noch keinen deiner Kurse gemacht, werde aber meine Sommerferien dafür nutzen und sie auf jeden Fall beginnen. Ja, also ich würde sehr empfehlen, also dir und auch ähnlich mit diesem Thema, die Manifestations-Challenge. Also jetzt ein bisschen spirituelleres Video mal wieder, dies hier. Was ich jetzt gleich sage, ich kann das alles nicht belegen, aber wenn das ist, also bei mir im Leben was funktioniert und wenn das im anderen Leben auch. Und ihr könnt es einfach mal ausprobieren, wenn das, was man bisher gemacht hat, nicht geklappt hat, um einen richtigen Partner zu finden. Ich habe eine Tochter und mich schon in der Schwangerschaft von ihrem Papa getrennt. Wir zwei kommen gut klar, aber ich suche unbewusst und bewusst immer nach einem Partner. Auch für das Körperliche, für bestimmte Partnerideen wie gemeinsame Freunde und Abende zusammen. Ja, ist ja erstmal nichts falsch dran. Mein Problem ist es, dass ich immer irgendwie auf der Suche bin. Ja, und das ist genau, egal ob ich jetzt Mann oder Frau, das ist genau dieser... Also es ist jetzt nicht liebessüchtig, weil es ist ja auch normal, dass man einen Partner will, aber dieses auf der Suche sein, das hat nicht die Schwingung des Findens. Also suchen hat nicht die Schwingung des Findens. Und das ist genau, ob das jetzt psychologisch oder spirituell siehst, das ist genau dieses Mindset, wo man ja aus einer gewissen Neediness handelt und dann immer wieder die falschen Partner anzieht, so, ne, die auch auf eine Art needy sind oder kontrollierend oder ich weiß nicht was. Und das muss man tatsächlich, das ist tatsächlich ein Teil meiner Arbeit ist, dass man das abgestellt bekommt, so, ne? Und ja, jetzt, manche Leute haben da kein Thema mit, die, weiß ich nicht, die haben einfach nicht das Thema Partner in ihrem Leben, die finden gleich jemanden mit 20 und sind mit dem ewig verheiratet, aber viele haben eben das Partner-Thema und ich glaube auch diese Dating-Apps, die forcieren eben dieses Suchen, noch eine Dating-App, Und wir haben so, das ist auch so eine Kontrollidee, dass wir es kontrollieren wollen und denken, je mehr wir suchen, umso eher finden wir. Leider ist das, scheint es genau gegenteiligen Effekt zu haben. Je mehr man sucht, umso weniger findet man. Also man findet zwar kurzfristige Geschichten und ich weiß nicht was, und aber es wird halt, es hat einfach nicht den richtigen Vibe, vor allen Dingen bindungssichere Partner anzuziehen. So, ne? Und deswegen bin ich auch so ein bisschen bei allem Verständnis. Und ja, es finden viele Menschen Partner über Dating-Apps und weiß, das ist mir natürlich alles klar. Aber gerade Dating-Apps haben eben diesen, es ist jetzt nicht falsch. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber wenn es nicht funktioniert, probiert es mal anders. Ich sage da gleich noch mehr zu, weil also gerade Dating-Apps haben diesen Such-Vibe, ne? Logischerweise. So. Zum Beispiel, wenn ich abends ausgehe, ich bin sehr kontaktfreudig, vor allen Dingen, wenn ich etwas getrunken habe. Das heißt, dass ich dann sehr schnell Männer anquatsche, was nur Männer anzieht, die ich gar nicht interessant finde. Ja, das ist genau das Problem. Oder die verheiratet sind. Gut, das ist natürlich auch ein unschönes Detail hier, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Männer, die vor allen Dingen Angst haben, Frauen anzusprechen, freuen sich natürlich, wenn du sie anquatscht und denken natürlich dann, ja, dass du dich für sie interessierst, aber ist vielleicht gar nicht der Fall. Und jetzt kann ich natürlich nicht sagen, du sollst, ich meine, du kannst ja nicht machen, was du willst, so. Aber wenn wir jetzt mal wieder aus Sicht der Polarität gucken, also mein neues Buch kommt ja bald auch raus, Feuer und Flamme über Polarität, sucht die Frau zwar aus, aber der Mann spricht an. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie Dating in den 50ern propagieren will, sondern es ist einfach, was am besten funktioniert. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Also es ist einfach, ich könnte es gerne ausprobieren. Es ist einfach, funktioniert einfach besser, wenn man schon dem Mann klar macht, ja, ich finde dich gut, aber natürlich auch nur bei dem, die du wirklich gut findest und der Mann dich dann anspricht, weil sonst ziehst du automatisch Männer an, die, ja, zu needy sind, in diesem Fall auch verheiratet oder nicht genug in ihrer Polarität sind,
Und ja, klar, man muss dann schon Signale geben, dass die Frau, wie gesagt, wir haben viel mehr Choice als Menschen, ne? Also die Frau sucht aus. Und du kannst es auch, ich will das jetzt nicht deinen Spaß nehmen, natürlich, aber das ist jetzt nichts in sich falsch dran, nur es hat diese Schwingung, also ich würde mal was anderes ausprobieren, ne? Es hat eben diese Schwingung von nicht finden, das viele suchen, ne? Ich hoffe, ich kann mich hier klar ausdrücken. Und ich habe mal einen schönen Spruch gehört, das Universum ist der beste Matchmaker, also in dem Moment, wo du dich zu sehr stützt, du bist ja noch nicht mal auf Dating-Apps, das ist ja auch, aber wo du dich zu sehr stützt auf dieses, ich muss es machen, ich muss es kontrollieren, ich muss ganz viele ansprechen und so, vertraust du nicht mehr aufs Universum. Und ich würde es tatsächlich mal ausprobieren, zu sagen, also mal eine Dating-Pause machen, keine Männer mal ansprechen, so für 3 Monate und einfach zu sagen, hey, also als Mindset zu haben, aber guck wirklich mal in diesen Kurs rein, Manifestation-Challenge, hervorragend, auch für andere Themen, dieses Mindset zu haben, ja, er ist schon da, also dieser Partner ist schon da für mich, er ist nur noch nicht ausgeliefert, so, ne, und, aber ich weiß nicht, wann die Post jetzt kommt, kommt die morgen, kommt die heute, kommt die nächste Woche, und das vielleicht auch noch zu unterstützen mit einer ganz genauen Visualisierung, wie sowas passieren könnte, aber die Visualisierung ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, und das geht, glaube ich, ganz vielen so, dieses Aufgeben erstmal, ne? Also aufgeben zu sagen, okay, ich finde niemand, drauf geschissen, ich habe es trotzdem mal ins Universum abgegeben, meinen Wunsch, aber ich suche jetzt nicht mehr aktiv, ist mir scheißegal, finde ich halt niemand. Und das auch zu meinen, finde ich halt niemand, ist mir kackegal, ne? Wurscht, ich rühre jetzt mal keinen Finger mehr. Sondern lass mal gucken, was das Universum so macht. Wenn man das wirklich ernst meint, kann das einen komplett anderen Vibe auslösen im Leben so, ne? Jetzt sagt ihr natürlich vielleicht, ja, aber wenn ich gar nicht rausgehe, kann ich ja niemanden kennenlernen. Und ja, also ich würde schon sagen, wenn man wirklich Intuition hat, etwas Bestimmtes zu tun, also eine inspirierte Aktion kann schon sehr weiterhelfen, so, aber mehr dazu im Kurs. ich versuche andererseits im Sinne der Manifestation darauf zu vertrauen, dass zu einem mit zu mir passender Partner kommt, wenn es sein soll, und loszulassen, statt aktiv zu suchen und anzuquatschen. Ja, das wäre auch genau richtig, denke ich. Nur dafür musst du es auch machen, ne? Nicht mehr aktiv suchen und anquatschen. Aber es fällt mir sehr schwer und ich möchte gleichzeitig auch keine Chance verpassen, jemanden kennenzulernen. Ja, aber das ist genau. Ich kenne jetzt nicht dein Bindungsmuster, aber ich habe sowas früher teilweise auch gemacht. Ich glaube, viele Männer machen das auch, viele Frauen auch. Und das führt sehr leicht, dass man so Pluspol wird in liebessüchtigen Beziehungen. Ne? Dieses Suchen, 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 ganz viel daten, bloß nicht allein sein, bloß nichts verpassen. Also ja, ich hoffe, ich kann das hier so deutlich machen, was mein Punkt hier ist. Also ist tatsächlich, viele finden dann den richtigen Partner, wenn sie es eigentlich aufgeben. Aber trotzdem noch sagen, hey, trotzdem könnte es möglich sein, aber ich bemühe mich jetzt einfach nicht mehr so doll, ne? Wie schaffe ich es nur loszulassen, nicht selber zu sein und trotzdem Männer kennenzulernen? Ja, ich würde dir mal eine Datingpause verordnen, ne? 3 Monate, keinen Mann anquatschen, keinen Mann anlächeln. Das kann auch so entspannt sein, wenn man das mal einmal macht. So dieses, ich kümmere mich einfach nicht drum. Ich kümmere mich nicht mehr um den Bereich Dating. Ist mir scheißegal. Ja, dann bleibe ich eben bis ans Lebensende Single. Ist mir wurscht. Habe ich eben nur mit mir selber Sex oder weiß ich nicht. Ist mir egal. Juckt mich nicht. Ist mir scheißegal. Das kann so entspannt sein. Also als ich das mal gemacht habe, ich bin ja auch so jemand, der selten Single war. Und, oder sagen wir mal, schon häufiger Single, aber selten lange irgendwie. Und ja, für mich war das wirklich immer total erhellend zu sagen, so, hey, ich mache jetzt mal längere Datingpause. Und also ich fand das dann wirklich klar, im ersten Moment denkt man immer, oh Gott, aber irgendwann denkt man dann, ach, ist so entspannt, wenn ich ausgehen kann und es gibt gar keinen Druck jetzt, dass ich muss jetzt unbedingt jede attraktive Frau anlächeln oder gucken, ob sich da irgendwas ergibt oder so. Das macht ja auch einen riesen Druck, sondern ich kann einfach sagen, ach, ich kann jetzt auch zu Hause bleiben. Ich habe ja eh Datingpause und keine Ahnung. Und also in meinem Leben hat das super viel verändert. War so ein richtiger Game Changer, muss ich echt sagen. Probiert's mal aus.
Das ist natürlich kein Tipp für Leute, also man sollte immer mal Sachen anders machen. Das ist kein Tipp für Leute, die nie andere Männer ansprechen oder die nie rausgehen. Also ein guter Tipp ist tatsächlich immer einfach Sachen mal anders zu machen, ne? Soll ich hoffen, dass die einfach auf mich zukommen? Ja, exakt. Und wie gesagt, ich meine, nach der Datingpause probier doch mal aus, sie einfach nur kurz anzulächeln und zu gucken, ob sie dann kommen irgendwie, ne? Aber du sprichst sie nicht an, ne? Sonst bin ich wieder in so einem komischen Modus, bei dem ich mir bei jedem Mann denke, vielleicht ist er das. Ja, genau das meine ich, was unheimlich anstrengend ist eigentlich, ne? Und das wirkt auch alles andere als sexy. Ich bin mittlerweile schon 10 Jahre oder mehr oder weniger Single und kenne diese toxischen Drama-Konstellationen auch sehr gut. Vielleicht hast du eine Idee oder noch eine besondere passende Kursempfehlung für mich. Ja, also Manifestations-Challenge gerade losgegangen, kannst du noch einsteigen? Also wirklich auch ein Kurs, wo immer wieder in den Kommentaren, wo ich mal wieder lese, dass Leute sich echt krasse Sachen manifestiert haben. Ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich finde, es ist mal ein Versuch wert, das mal anders anzugehen. Viele Sachen muss man jetzt auch gar nicht spirituell argumentieren. Die ist ja auch beim Thema Schwangerschaft. Das, weiß nicht, kennt ihr bestimmt jeder so eine Geschichte, wo eine Frau gesagt wurde, sie kann nicht schwanger werden und sie lässt das Thema los und bums ist die nächste Periode schwanger. Das ist oft so im Leben, ne? Genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, es kann natürlich, wenn du so lange Single bist, also können natürlich jetzt noch andere Sachen eine Rolle spielen. Vielleicht wäre auch der Kurs Passive Bindungsangst was für dich, Modul 9. Aber ist jetzt auch eine relativ kurze Mail, was ich auch eigentlich immer sehr schätze, wenn die kurz sind. Aber weiß ich natürlich jetzt nicht noch mehr, was so mit dir los ist. Aber hoffe, das bringt dich ein bisschen weiter, dir deinen richtigen Partner zu manifestieren. Und in diesem Sinne, mach die fucking Kurse, gebt meinen Kanal gern weiter. Ich lebe sehr von Mundpropaganda. Lass mal ein Smiley hier als Kommentar oder irgendwie sowas, dass der Algorithmus bei YouTube ist weiter meinen Kanal so ein bisschen fördert oder lasst mir eine Kanalmitgliedschaft da oder wenigstens ein Abo, kostet gar nichts und unterstützt ihr mich sehr mit und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.